Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars The Old Republic. Ja, heute wollten wir ein paar Nebenmissionen machen. Ich habe hier noch ein freundliches altes Monster offen und habe gerade realisiert, wie viel man braucht, um diesen Charakter zu rekrutieren. Und bin mir nicht sicher, ob es mir das wert ist, weil ich Eckhard Lokin sowieso nie benutzen werde als Charakter. Aber wir bräuchten theoretisch von diesen 3800 Scraps, die ich habe, bräuchten wir 8 mal pro, warte, wie heißt das, Metamorphosis Zellkultur oder sowas. Da, brauchten wir 8 geplünderte Schrott pro eine Zellkultur, wir brauchen 800 davon. Mein Materialien-Ding ist wahrscheinlich auch nichts davon. Nope. Ich bin kein großer, wie man vielleicht sehen kann, bin ich gerade jemand, der, sagen wir mal, exzessiv Crafting betreibt in dem Spiel. Und deswegen habe ich solche Sachen gar nicht. Ich werde mal gucken, ob ich das vielleicht zwischen den Folgen nochmal schaffen werde, hier irgendwie voranzukommen. Aber für die Folge ist es auf jeden Fall zu viel. Ich möchte mich heute sowieso mit euch über ein Thema reden. Und ich habe ja schon, eigentlich ist es Tradition in meinem Let's Play, dass ich über Themen rede, während ich das spiele. Auch teilweise über politische Themen. Und ja, man kommt diese Woche nicht dran vorbei an den Protesten in den USA. Ich möchte aber gar nicht so sehr auf die Bewegung und ihre Motive eingehen, sondern vielmehr auf den oft genannten, naja, sagen wir mal, na, was ist denn jetzt schon wieder? So. Aber wie gesagt, wir nehmen jetzt erstmal hier auf den viel genannten Problem des, was mit diesen Gewalt in den Straßen und welche Folgen das hat. Also welche Folge diese Gewalt in den Straßen hat und woher das kommt und wohin das vielleicht münden könnte. Und ich habe euch ja vor 2 Folgen versprochen, auch über Panem X zu reden, dem Prequel-Roman zu der Tribute von Panem-Trilogie. Und es passt erschreckend gut zusammen, über was ich heute sprechen will und was das mit diesem Roman auf sich hat. Aber dazu nach den beiden Annahme-Quests hier erstmal mehr. Steigen wir erstmal ein in die Folge. Zeit größter Sorge, so wie es vorhergesehen wurde. Meine Augen suchen die, die euch helfen würden. Meine eigenen Visionen interpretieren zu müssen, nährt Zweifel. So ist es. Ich habe einen Mann gesehen. Er glänzt im Licht, aber findet sich in Dunkelheit wieder. Seine Augen sind groß, sie blicken in 2 Richtungen. Er steckt dazwischen in einer Sackgasse fest, unfähig, sich fortzubewegen. Ich teile eure Meinung und eure Intuition. Alles klar. Genau, und über das Thema, was ich heute sprechen will, ist nämlich das sogenannte Naturrecht, Naturzustand einer Gesellschaft und den Gesellschaftsvertrag, der bei Rousseau vorkommt. Also dieses Naturrecht, Naturzustand, Gesellschaftsvertrag haben eigentlich viele verschiedene Philosophen im 17., 18. Jahrhundert thematisiert. Also Hobbes, Locke und Rousseau vor allem. Die haben alle natürlich verschiedene Ansichten und verschiedene Punkte. Ich fasse es aber heute grob zusammen unter einfach dem Weg zurück in den Naturzustand, weil es ja um die Aussage geht, die wir gerade in den USA beobachten und was das auch mit dem Panem-Roman zu tun hat. Und Titi.
Ubalare Duki Buja. Zako Aite, Enzi Widina Yamajonki. Sabi Otorila Kritopak Okokapana? Uja Kalopo, Juvara Kawana Nabi. Chikua Ibana, Iletas Lusa Domalumi. Chikosa Bifanete, Mambe Nenga Unki. Fime Nekila Ogen Fuso Nalapo. O casbe busa greta dalla toto finde. Akosun, atanga hua. Alles klar. Ja, und zwar folgender. Ganz kurze Zusammenfassung und dann gehe ich auf einzelne Punkte genauer ein. Es geht einfach darum, dass durch die Proteste, die ja jetzt auch gewalttätig werden, das ist jetzt, das klingt nicht gerade unterstützend für die Proteste und ich weiß, das sind nicht alle Proteste. Ich möchte hier niemanden in irgendeinen Topf werfen, also jetzt hier nicht irgendwie offended sein. Ich unterstütze natürlich die Anliegen, die da vorgebracht werden. Und ich erkenne ja das Scheitern des Staates sogar darin, dass diese Proteste überhaupt erst so groß geworden sind. Also ich erkenne nicht das Scheitern darin, dass es Proteste gibt, sondern dass sie überhaupt angebracht sind. Aber was die Proteste bedeuten, ist halt dann im Umkehr... Wo ist mein Schiff? Hä, stand hier nicht mal... Haben wir das noch gar nicht bekommen? Doch, eigentlich müssten wir mein Schiff schon bekommen haben, oder? Na gut, dann manuell. Genau. Es geht nämlich ganz einfach darum. Wir erkennen auf den Straßen, dass der Protest sich Bahn bricht. Die Polizei hat nicht groß... Also, sie ordnet natürlich und... Das ist ja auch das Problem. Trump und Co. drohen ja auch mit Waffengewalt und bezeichnen die Demonstranten als pauschal als Terroristen, was diesen ganzen Konflikt noch anstachelt. Was ja auch noch dazu beiträgt, dass sich die Leute eben durch den Staat, den sie zusammen tragen müssen, so der Gesellschaftsvertrag, nicht mehr repräsentiert fühlen und sich vom Staat abwenden. Das Problem ist dann, der Staat verliert an Halt, weil ein Staat besteht aus zwei Teilen, den Herrschenden und den Beherrschten. Wenn sich die Beherrschten aber nicht mehr in dem Staat wiedergespiegelt sehen, weil eben, was kritisiert wird, Recht und Ordnung nicht, oder Law and Order, wie immer schon schön gesagt wird von den Amis, wo sie ja so total stolz drauf sind, nicht mehr gelten, weil schwarze Menschen von der Polizei ermordet werden, und zwar extrem häufig, und es eben deutlich wird, dass der Alltagsrassismus in den USA noch lange, lange nicht überwunden ist und auch noch nie überwunden war, dann fühlen die sich durch den Staat nicht mehr repräsentiert und beginnen Anarchie oder generell Gewalt auszuüben. Und diese Gewalt führt dann zurück in den Naturzustand, in den nämlich laut Definition jeder gegen jeden Krieg führt und es immer ein immerwährender Krieg ist, beziehungsweise sich keine dominierende Ordnung herausgebildet hat. Und was ich persönlich gerade so ein bisschen erkenne daran, ist, dass wir in den USA eine Entwicklung dahin zurücksehen, weil sich die Leute, wie gesagt, nicht mehr repräsentiert sehen. Das ist jetzt alles ein bisschen theoretisch und pauschal. Aber was das mit Panem zu tun hat, ist nämlich genau diese Überlegung, was der Naturzustand ist und wohin der Naturzustand führt. Und tatsächlich spricht in dem Buch einer der Hauptprotagonisten diesen Naturzustand und diese Philosophen, nicht die Philosophen direkt, an. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Tribute von Panem auskennt, aber Panem ist das fiktive Nachfolgesystem der USA nach einer Postapokalypse. Was genau passiert ist, weiß man noch nicht. Das heißt... Wir erkennen da deutlich, oder beziehungsweise man erkennt da, leider aktuell gewisse Parallelen. Und gerade diese Überlegung ist deswegen so gefährlich, weil in dem Roman wird sich die Frage gestellt, warum machen wir diese Hungerspiele? Also die, ne? Wo die Tribute gegeneinander kämpfen müssen. Weil wir in einem immerwährenden Krieg sind und wir diesen Krieg dominieren müssen. Und da erkennt man den Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie. In der Diktatur versucht man den Krieg zu kontrollieren. Und deswegen übt man Druck auf die Bevölkerung aus, weil die Bevölkerung selbst sich in dem Staat nicht repräsentiert sieht. Weil die Bevölkerung ja einen Grund hat, sich aufzubegehren. Eine Demokratie muss eigentlich dafür sorgen, dass der Staat dem Wünschen dem Großteil der Gesellschaft nachempfunden wird und Gerechtigkeit ausgelebt wird. Denn dann tragen die Leute auch den Staat wieder mit. Aber das ist in dem Fall eben nicht der Fall. Aktuell. Deswegen gibt es diese Ausschreitungen und die Leute wenden sich vom Staat ab. Und sehen sich eben durch diese Gesetze nicht mehr repräsentiert, weswegen sie in ihren Naturzustand zurückmeandern. Und das kommt eben in dem Roman auch sehr gut raus. Und das macht mir aktuell sehr viel Sorgen, wenn man das so sagen darf. Oder sagen kann.
Ich sagte doch, dass ich beschäftigt bin. Ich habe keine Arbeit mehr für... Moment. Auf mich ist doch kein Kopfgeld ausgesetzt, oder? Sith? Ja, natürlich. Fremder Abschaum. Diese närrische Kreatur kann einen Sith nicht von einem Jedi unterscheiden. Ihr sprecht mit Lord Struction. Was? Nein! Das würde ich nie denken. Ihr seid wichtig, das sieht man. Ich sollte eure Zeit nicht verschwenden. Ich gehe wohl besser. Niki Chura Barbegajuta! Ja, natürlich. Lass dich nicht davon täuschen, dass ich keine Ohren habe. Ich lausche trotzdem jedem Wort. Moment, wartet. Spulen wir noch einmal kurz zurück zu dem Teil, bevor der Java seinen Mangel an Sensibilität gegenüber feuchtigkeitsabhängigen Wesen ausdrückte. Dieser glänzende Mann soll wichtig sein? Respektiert? Oh, also das klingt schon ziemlich wichtig, wenn ihr mich fragt. Es ist nur... Was, wenn das Schicksal nun wirklich endlich mal bei mir anklopft? Nach all den Jahren an den falschen Türen? Und wenn es dann da ist, erwartet natürlich niemand mehr eine Reaktion. Ich wollte den Gedanken gerade aufgeben, mich wieder ausbilden zu lassen. Und dann taucht ihr auf. Ich habe schon vergessen, wie oft ich darüber nachgedacht habe. Aber dieses Mal wäre es das zweite Mal gewesen. Das letzte Mal ist schon eine Weile her. Ich sollte euch zu meinem Meister bringen. Es ist nicht weit. Ihr werdet es nicht bereuen. Das schwöre ich bei meiner Jedi-Ehre. Genau, was ich noch hinzusagen will, ist... Und das ist ja das Traurige, es ist die Aufgabe, oder es ist nicht das Traurige natürlich, es ist eigentlich das Traurige, was wir gerade in der Ausübung sehen. Es ist ja die Aufgabe des Staates, den Naturzustand im Zaum zu halten, weil man sich im Folge des Gesellschaftsvertrags darauf geeinigt hat, dass es einen Herrschenden und einen Beherrschte gibt. Das Problem ist, wie werden sie beherrscht und wie nehmen sie diese Beherrschung auf? Können sie demokratisch teilnehmen? Natürlich können sie das aktuell, klar. Also wir reden hier nicht, dass die USA eine Diktatur ist, keinesfalls. Aber man erkennt halt diktatorische Züge daran, wenn der Präsident, der das Land eigentlich zusammenhalten soll, denn Reformen sind in dem Fall Bundesstaatensache, aber der halt eine symbolträchtige Figur ist, die Stimmung so sehr anheizt, dass sich die Leute noch in ihrer Skepsis am Staat unterstützt, beziehungsweise... Ja, bestätigt, genau, bestätigt ist das Wort, was mir gerade entfallen war, sehen. Das heißt, sie erkennen deutlich, dass der Staat ihre Prinzipien nicht mehr vertritt und der Präsident haut noch hinten drauf und sagt, ja, wenn nicht, bringen wir euch alle um oder beziehungsweise, wenn nicht, dann... gibt es eben Polizeigewalt und Bomben und Luftdivision und Trump feuert das auf Twitter immer schön an. Das ist das große Problem, wie ich finde, in dem Fall. Und macht mich, Meister, wie gesagt, seid auch ihr da? Sehr ängstlich. Ich habe jemanden mitgebracht, den ich euch vorstellen möchte. Ein dunkler Lord der Sith. Aber keine Sorge. Sie sind auf einer echten Visionssuche. Und ich komme darin vor. Vielleicht. Also sind wir gleich hierher gekommen. Bei den 6 Toren des Chaos. Oh! Ihr seid ja wirklich, was er sagt. Das hatte ich nicht erwartet. Macht es euch doch einfach gemütlich. Meine Meditationen habt ihr ohnehin schon gestört. Was ist das für ein Unsinn mit dieser Visionssuche? Ihr wart ein törichter, unhöflicher Dummkopf und werdet in Zukunft aufpassen, was ihr sagt. Meister? Es tut euch leid, dass ihr einen solch unhöflichen Gast mitgebracht habt. Und ihr werdet es nie wieder tun.
Es tut mir leid, dass ich einen solch unhöflichen Gast mitgebracht habe. Ich werde es nie wieder tun. Damit habt ihr also eure Zeit verbracht? Anstatt meine Prüfung abzuschließen? Als ich diese Sache ausprobiert habe, die ihr mir gezeigt hattet, dachte der Besitzer, dass ich ihn ausrauben will. Und dann habe ich versucht, das Beste aus der Situation zu machen und habe ihn wirklich ausgeraubt. Guess, habt ihr mein tarisianisches Ale besorgt? Das ist ja gar nicht meine Lieblingsmarke. Versucht es nochmal. Eine fehlgeschlagene. Er hätte beim Laden an der Ecke einen einfachen Geistestrick anwenden sollen, um einen Rabatt rauszuschlagen. Eine harmlose Sache, eigentlich. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Dann bekommt ihr auch euer Ale. Ihr macht mir jetzt meinen Lieblingsmeditationssaft, während ich mich mit unserem Gast unterhalte. Ich mache euch euren Lieblingsmeditationssaft, während ihr euch mit unserem Gast unterhaltet. Warum interessiert ihr euch für meinen Möchtegern-Schützling? Ein hilfsbereiter Fremder auf Nar Shaddaa. Im Moment ist er mir halbwegs nützlich. Ihr könnt ihn nicht so einfach haben. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Ihr vollbringt das kleine Wunder und bringt Guess bei, wie man die Macht nutzt. Dann dürft ihr mich um einen beliebigen Gefallen bitten. Guess! Wo bleibt mein Drink? Es tut mir leid, Meister. Ich musste das Rezept testen. Aber aller guten Dinge sind 5. Eure Bekanntschaft hier hat Interesse daran, euch auszubilden. Warum verschwindet ihr jetzt nicht einfach beide und holt mir mein tarisianisches Ale? Hier sind ein paar Credits. Gönnt euch davon eins dieser Seeigelbrötchen, die ihr so mögt. Oh, Meister, das wäre doch nicht. Die kosten aber doppelt so viel. Ich weiß. Alles klar, wollen wir Gas mal helfen. Genau, was ich noch sagen will ist, warum ich das mit Panem vergleiche, ist ganz einfach. Natürlich, erstmal ist Panem ein Staat, der nach den USA existiert, also ne, der Nachfolger der USA quasi ist, weil er, oder beziehungsweise da er diese Macht benutzt als Diktatur und die Leute unterdrückt. Also erstmal deswegen bietet es sich natürlich an und zweitens, weil eben in diesem neuen Roman, und deswegen will ich auch drüber sprechen, diese Überlegungen des Naturzustandes offen diskutiert werden und wie man mit ihm umgeht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man um im Vergleich in einer Diktatur und in einer Demokratie. Das habe ich ja gerade schon angesprochen. Also in der Demokratie, beziehungsweise in der Diktatur ist es ganz einfach. Also was heißt vergleichsweise einfach? Wir unterdrücken die Leute einfach so lang, bis sie ihr Maul halten. Das ist aber nicht der Weg der Demokratie, in der das Volk der Souverän ist. Das heißt, man gibt sich ja den Gesellschaftsvertrag hin oder man akzeptiert den Gesellschaftsvertrag als Gesamtgesellschaft, weil man weiß, ich kann darauf einwirken und ich bin der Souverän. Wenn jetzt aber Trump dem Souverän oder großen Teilen des Souveräns droht, das eigene Militär einzusetzen, dann ist es im Endeffekt eine ziemliche Abwertung des Demokratiebegriffes und kann halt schnell in die Diktatur rutschen. Es ist natürlich immer ein bisschen kritisch, ne? Man kann jetzt sagen, ja, jetzt übertreibst du, aber wir reden hier doch immer noch von den USA und nicht von einer klassischen Diktatur und so schnell geht es nicht. Doch, es geht sehr schnell. Also Demokratien können sehr schnell zu Diktaturen werden und da kommt auch bei mir noch eine Untersuchung in den Sinn, die ich in meinem zweiten oder dritten Semester damals gelesen habe. Ich kann mich noch entfernt erinnern an Zebellis, also ist von Zebellis, der auch die Videospielertheorie weitgehend entwickelt hat, ist von 2000 eine Untersuchung, in der er halt sagt, dass präsidentielle Systeme, also in der der Präsident durch das Volk gewählt wird und quasi uneingeschränkt Exekutivmacht hat, sehr, sehr stark zu Regimeinstabilität führen, während parlamentarische Systeme in Krisen primär zu Regierungsinstabilität führen. Das hängt ganz einfach daran, eine Regierung in einer parlamentarischen Demokratie, also wie wir sie haben, wird durch Koalitionen geprägt und der Regierungschef geht aus dem Parlament hervor. Das heißt, in Krisen
würde abgewählt. Okay, ich glaube, hier haben. Moment, im präsidentiellen System kann man den Präsidenten nur durch ein Impeachment-Verfahren vorzeitig absetzen. Das heißt, wenn es eine Krise gibt und er Missmanagement betreibt, kann er es quasi bis zu einem, ja, Government-Shutdown bringen und somit die komplette Politik und Gesellschaft nach seinen Wünschen, da er auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, manipulieren. Der einzige Vorteil, den wir bis jetzt in den USA gesehen haben, weil viele junge Demokratien sind nämlich präsidentiell und werden dann relativ schnell zu Diktaturen, wie in der Türkei damals zum Beispiel oder jetzt zum Beispiel in der Türkei. Türkei wählt ein präsidentielles System. Man sieht, der Präsident nimmt sich immer mehr Macht. Den Vorteil, den wir in den USA hatten, war, dass alle Präsidenten oder die meisten Präsidenten bis jetzt diese demokratischen Prinzipien so sehr respektiert haben, dass sie sie nicht ausgenutzt haben. Aber wenn wir eben jemanden wie Trump haben, dann geht es sehr schnell, dass man es ausnutzt und ja, wie es auf rechtlich eigentlich problematischem Wege, aber doch möglichem Wege geht, hat man ja auch beispielsweise in House of Cards gesehen. Das bildet zwar jetzt nicht die Realität ab, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Dass es theoretisch möglich ist, aber eigentlich unvorstellbar, weil man ja weiß, dass der Präsident eigentlich die Demokratie hochhalten sollte und nicht in eine Diktatur abdriften will, wie halt in Russland oder irgendwas. Nur wenn das halt nicht mehr gegeben ist, kann es sehr schnell kippen. Und das ist die Gefahr, okay, die ich aktuell sehe. Ich glaube, hier habe ich noch kein Hausverbot. Ihr solltet besser draußen warten. Vielleicht wollt ihr mir ja die Daumen drücken. Und euch lieber schon mal ducken. Einschüchtern. In Ordnung. Ich habe die Macht. Warum sollte ich Angst vor einem Verkäufer haben? Dann mal los. Hat nicht geklappt! Sieht man etwa nicht, dass ich ein Jedi bin? Ich kann auch kurz mal ein Zitat vorlesen, was mir da auch direkt ins Auge gesprungen ist. Auch tatsächlich in dem Roman zu finden. Oh, fuck. Ach Mensch. Ich weiß, das Spiel ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber ich habe ja gerade, gut, solange wir Gefährten rekrutieren, und jetzt kann ich wenigstens ein bisschen über Themen reden. Das hat ja bis jetzt auch immer gut funktioniert. So, jetzt bleiben wir mal kurz hier stehen. Und zwar folgendes kurzes Zitat. Hierdurch ist offenbar, dass sich die Menschen, solange sie ohne eine öffentliche Macht sind, die sie alle in Schrecken hält, in jenem Zustand befinden, den man Krieg nennt, und zwar im Krieg eines jeden gegen jeden. Und das ist der Naturzustand. Man hat im Naturzustand, kann man seinen Besitz nicht festigen. Also der Besitz, den man anhäufen könnte, wird durch keine höhere Instanz geschützt. Das heißt, man hat keine Motivation, überhaupt welchen zu generieren. Sprich, der einzige Drang oder die einzige Motivation, die man hat, ist das reine Überleben. Und das ist quasi ja, der Naturzustand in Reinform, wenn man so will. Und das merkt man halt hier, ne? Also, das merkt man in Panem vor allem und das merkt man halt in den USA aktuell leider auch. Und jetzt noch zu meinem letzten Gedanken, bevor wir uns für den Rest der Folge ein bisschen zurückhalten, ich vielleicht noch so ein, zwei Anekdoten einhauen will. Der tendenzielle Weg, den ich sehe, ist, dass in den USA hoffentlich im November, wenn auch schon Pläne offenbar wurden, dass es versucht wird, die Wahl zu verschieben, dass im November durch die Wahl eines hoffentlich anderen Präsidenten das abgewendet wird. Jetzt ist die Frage, wie stabil, wie gut, wie sicher ist eine stolze Demokratie vor populistischen Strömungen gefeit, wenn sie als einzige Hoffnung eine Wahl irgendwann Ende des Jahres sieht? Das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und es ist nicht verwunderlich, dass die Menschen in den Naturzustand übergehen. Es ist nicht verwunderlich, dass Trump so reagiert, wie er reagiert. Er war schon immer, also es ist ja jetzt nicht so, dass es im luftleeren Raum schwebt, Trump. Trump war schon immer ein kontroverser Präsident und hat schon immer sehr, sehr kontroverse und radikale Ansichten, die eher diktatorisch geprägt waren.
Ist einfach so. Und Checks and Balances funktioniert halt nicht, wenn die Republikaner mit jedem, oder beziehungsweise mit allen Mitteln versuchen, ihren Präsidenten zu stützen, auch wenn sie wissen, dass es falsch ist, was er tut. Aber sie haben Angst, die Wahl zu verlieren im November und deswegen stützen sie ihn. Obwohl sie genau sehen, eigentlich sehen müssten, was alle sehen, nämlich, dass er eine Gefahr für die Demokratie ist. Und hier ist eben die Frage, wie die USA da wieder rauskommen. Werden sie irgendwann in 12 Jahren, 20 Jahren zu Panem, in denen dann diktatorische Verhältnisse herrschen, oder werden sie als eine, wie gesagt, es hört sich immer blöd an, Panem hervorzuheben, aber es bietet sich halt an, weil es eben eine fiktionale Zukunftsdystopie der USA ist und man eben in dem aktuellen Roman, den ich übrigens, wenn man sich für solche Meta-Dinger interessiert, sehr empfehlen kann, die Story allein, finde ich, trägt den Roman nicht, aber ich habe ihn sehr genossen, weil eben gerade für mein Politikwissenschaftsstudium, da so Sachen wie Hobbes, Rousseau und Locke und so sehr gut hervorgestochen sind und ich immer wieder denken musste, ja, die Gedanken, die sich Snow da macht, die sind schon nachvollziehbar und die dann auch am Ende natürlich offengelegt werden, dass es darum geht, Dominanz zu haben. Diktatorisches Mittel. Wir müssen die Leute dominieren, damit sie nicht aufmüpfig werden und wenn wir die Dominanz nicht hochhalten, dann... Aber das ist eben nicht der Weg der Demokratie. Demokratie darf nicht über Dominanz sich rechtfertigen. Die Demokratie muss sich über die Umsetzung des Bürgerwillens, des Souveräns in der Delegationskette bewähren und nicht über diese reinen Dominanzgedanken. Und deswegen, ich möchte nicht, dass die USA zu Panem wird. Und das ist eigentlich die Headline, die ich sozusagen am Ende sagen kann zu dem großen Thema jetzt, bevor wir, wie gesagt, jetzt die zweite Hälfte nicht mehr groß drüber reden. Aber ich musste das einfach mal loswerden. Und ja, ich finde Sachen wie Black Lives Matter, Blackout Tuesday gut. Aber gerade solche Überlegungen sind natürlich gerade in der Hinsicht langwierig, genauso wie eben, was passiert mit der Diskriminierung von Schwarzen und dem Rassismus generell in den USA und wann wird er endlich überwunden, ist halt auch die Frage, wie wehrhaft ist eine Demokratie, die sich selbst als die stolzeste Demokratie bezeichnet und am Ende aber gerade in so einer Krise offenbart, dass es auch sehr schnell kippen kann, das Ganze. So. Ich mache mir noch ein paar mehr Gedanken vielleicht dazu und werde euch in ein paar Folgen nochmal dazu, wir wissen ja auch nicht, wie sich das in den USA entwickelt, das waren jetzt so meine 50 Cent zu dem Thema. Ich hoffe, dass die Demokratie in den USA wieder stabil wird und dass es, und das wäre meiner Meinung nach dadurch gegeben, dass es einen Präsidenten gibt, der versucht, das Land zu einen. Ja, Barack Obama hat den Rassismus nicht bekämpft, aber er hat zumindest versöhnende Worte gefunden und das ist manchmal wichtiger, dass sich die Leute auch gehört fühlen. Trump beweist, dass er die Leute nicht hört, beziehungsweise die Leute diffamiert und ihnen das Recht darauf abspricht, agieren zu können oder beziehungsweise das Recht dazu abspricht, im Recht zu sein. Also laut Trump sind sie nicht im Recht. Es gibt keinen Rassismus. Es gibt aber Rassismus. Und es geht nicht nur darum, dass die randalieren, weil sie jetzt eben keine Repräsentation im Staat mehr sehen, sondern es geht vor allem darum, dass er nicht richtig regiert und diesen Missstand nicht behebt. Und auch gar keine Anstalten macht, das erkennen zu lassen, dass er es nicht versucht. Also er tut ja noch nicht mal so, als würde er es versuchen. Das kann man natürlich löblich nennen, aber als Repräsentationsfigur ist das vielleicht, also ehrlich bezeichnen kann man das bestimmt, aber als Repräsentationsfigur ist das natürlich der absolute Horror. So. Hier ist es. So schmuddelig hatte ich es nicht in Erinnerung. Aber das sollte ich wohl lieber nicht laut sagen. Es ist beruhigend, jemanden wie euch als Rückendeckung zu haben. Aber ich weiß nicht, ob mir dieses Herrschen durch Angst wirklich liegt. Ich glaube, das hat mir noch niemand gesagt. Und es auch ernst gemeint. Das gefällt mir. Okay, Gus. Benimm dich einfach ganz natürlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, einen heruntergekommenen Schuppen zu betreiben. Wusstet ihr, dass die Hutten die Zonen hier nach Schäbigkeit aufteilen? Bevor ihr fragt, nein, ich habe es nicht geschafft. Aber die Enttäuschung hält sich in Grenzen. Das ist neu. Na los, es gibt noch einen weiteren Ort, wo ich es versuchen kann. Okay. Ja, und was ich noch sagen will,
Ich bin eigentlich bis jetzt sehr dankbar für meine Community und habe auch noch nie irgendwas groß blockieren müssen. Zumindest nicht in der Hinsicht. Aber als ich das letzte Mal über politische Themen gesprochen habe, hatte ich noch wesentlich weniger Abonnenten. Ich hoffe wirklich, dass ich niemanden in den Kommentaren blocken muss. Es gibt verschiedene Ansichten. Ihr könnt jetzt auch zum Beispiel, wenn ihr selber Politikwissenschaft oder euch mit Politiktheorie oder so auseinandersetzt, auch zu mir sagen, das ist totaler Schwachsinn, was du sagst. Dann nehme ich das so hin und packe es vielleicht sogar in meinen Überlegungen zu dem Thema weiter ein. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, zu sagen, dass die ganze Bewegung in den USA ja totaler Schwachsinn ist. Das ist es nicht. Das ist Ausdruck des Bürgerwillens. Und ja, er wird gewaltsam. Und ich möchte auch die Gewalttätigen überhaupt nicht in Schutz nehmen. Denn wenn wir diese naive Annahme des Naturzustandes ja weiterdenken, ist, dass kein Mensch vernunftbegabt wäre. Aber das ist ja gar nicht so. Also, wir haben ja auch Kant im Gegensatz, der sagt, jeder ist die Vernunft. Und wenn man beides nicht gleichzeitig betrachtet, also man hat einerseits natürlich die Vernunft, muss man haben, zu sagen, okay, ich könnte jetzt hier Riot gehen, weil ich mich nicht mehr repräsentiert sehe, oder ich könnte dafür sorgen, dass ich wieder repräsentiert werde. Was aber denn das Riot gehen bedeutet, ist die schiere Hilflosigkeit, weil man weiß, dass man als dunkelhäutiger Mensch in den USA sehr, sehr schlecht Repräsentation und Einfluss bekommen kann. Und das ist die Ernüchterung darüber, deswegen geht man den leichtesten Weg und macht Aufstände bzw. randaliert oder übt Gewalt aus. Aber das ist der falsche Weg. Man muss auch seinen Verstand benutzen. Ich habe nur gesagt, dass die Proteste bzw. die gewaltsamen Proteste Ausdruck davon sind, dass man sich nicht mehr repräsentiert sieht und in den Naturzustand zurückkehrt. Dass der Naturzustand was Schlechtes ist und einem vernunftbegabten Menschen eigentlich auch nicht passieren sollte, ist, glaube ich, ohne Diskussion oder überhaupt keine Frage. Es ist nur eine Beobachtung, die halt diese Theorien nimmt. Wir reden hier immer auf theoretischer Ebene und das ist halt das Problem bei Wissenschaft teilweise, dass man sehr viel theoretisch redet und wenig praktisch. Nur hier wird es halt ein bisschen deutlicher, da wir halt diese Entwicklung gerade beobachten in den USA. Aber das heißt nicht, dass die Protestierenden, die exzessive Gewalt machen und Plünderung und Leuten ihre Existenz zerstören, irgendwie meiner Meinung nach verteidigungswert sind. Ich versuche nur zu erklären, warum sie das tun und wie man das theoretisch zugänglich erklären könnte. Das ist mein ganzes Anliegen. Das war schon viel weniger peinlich als beim ersten Mal. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich falsch mache. Ich bin kein Droide. Ich kann nicht einfach einen Schalter umlegen und aufhören, mir darüber Gedanken... Halt. Wir nehmen mal die obere Wille. Das war schon... Dieses Mal schaffe ich es. Ganz sicher. Es wird Zeit zu glänzen. Geschafft! Ich habe es wirklich geschafft! Ich bin mir zu 99% sicher. Fast ohne irgendwelche Zweifel. Als die Verkäuferin lächelte, wusste ich einfach, was zu tun ist. Wir sprachen darüber, wie lecker Seeigelbrötchen sind. Und dass wir beide den ganzen Abend nichts gegessen hätten. Also sagte ich, ihr solltet eins essen. Und dann sagte sie, ihr solltet eins essen und reichte mir ein Brötchen. Dann haben wir es uns geteilt und ich bekam das thalesianische Ale. Ich muss meinen Huttenball-Siegesjubel üben. Das wird dann das Stichwort sein. Ich kann es kaum erwarten, das meinem Meister zu zeigen. Und auf lange Sicht führt es dann im schlimmsten Fall zu einem Bürgerkrieg. Wenn man diese Strömungen, diese Anliegen, die ja ein nachvollziehbares Interesse haben, also es ist ja logisch, dass man, oder beziehungsweise es ist ja vertretbar, dass Leute die Abschaffung bzw. die Überwindung von Rassismus fordern. Das ist ja jetzt keine utopische Hoffnung. Wenn man das eben nicht ernst nimmt, dann kann es zu einem Bürgerkrieg führen. Und deswegen muss die Demokratie oder halt eben auch in dem Fall die USA explizit, in dem Fall jetzt,
versuchen, wieder zurückzukehren in eine Rule of Law, wie sie immer so schön sagen. Und das ist eben nicht der Fall, wenn der Polizist, der einen Schwarzen ermordet, zwar inhaftiert wird, aber die drei, die zugeschaut haben, noch überhaupt noch nichts gegen sie unternommen wird. Das ist das, was die Leute kritisieren. Und deswegen schwindet sozusagen der Glaube in den Gesellschaftsvertrag, schrecklich den Staat, schrecklich die angemessene Repräsentation. Und somit keimt der Naturzustand auf. Und das kann halt im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Naturzustand in einen Krieg mündet und dann am Ende sich eine der beiden Seiten als dominante diktatorische Kraft offenbart oder wieder erhebt und wir dann eben immer mehr in Richtung Kapitol versus Distrikte gehen, wie es in Panem der Fall ist. Theoretische Ebene. Immer wieder sagen, theoretische Ebene. Das sind alles Überlegungen, die halt irgendwie dazugehören und die mir halt erschreckend klar geworden sind, als ich gerade den Roman gelesen habe und eine Woche später dieses schreckliche Ereignis rund um George Floyd und die aufkeimenden Extremkonflikte in den USA geschehen sind. Übrigens, kurze Info, ich nehme diese Folge Mittwochmittag auf. Ich weiß nicht, wie sich die Entwicklungen bis Samstag entwickeln. Theoretisch sollte meine Überlegung nicht weniger wahr geworden sein in der Zeit, weil es ja wie gesagt theoretische Ebenen sind, über die wir reden und Konstrukte. Und nicht über genau gerade stattfindende Prozesse. Also, aber, ne, falls irgendwas passiert sein sollte, was jetzt hier irgendwelche Sachen noch schlimmer macht, konterkariert oder irgendwas, dann betrachtet es bitte im zeitlichen Rahmen, dass es der Mittwoch war, an dem ich die Folge hier aufgenommen habe. Und von Sachen, die vielleicht am Donnerstag, Freitag oder gar Samstag geschehen sind, keine Kenntnis habe. Ah, Solo. God va kinesi beli winesin wala ze kandaleno. Amfu handa idini weni bedrum. Oh, er mag es gar nicht gestört zu werden, wenn er unterwegs ist, um zu meditieren. Manchmal ist er tagelang weg. Er sagt, ich sei noch nicht bereit, ihn zu begleiten. Mamba o wasa suga kumana galiaso? Okay. Die Mission ist länger, als ich sie in Erinnerung habe, um mal wieder über das Spiel zu reden. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Ah, hier hinten, okay. In der Kantine war ja klar. Tagelange Meditation in der Kantine. Naja, decken wir die wenigstens auch mal auf. Die haben wir nämlich auch noch nicht aufgedeckt gehabt. Langes Tuno. Ich komme jeden Tag hierher, um inneren Frieden und Ruhe zu finden. Aber nicht durch euch. Aber Meister, ich habe es geschafft. Ich habe die Macht genutzt. Es war... Oh, genau. Dieses Mal habe ich die richtige Marke. 2 zum Preis von einem. Gut gemacht. Ihr habt es herausgefunden, was? Nun, ihr seid zwar nicht bescheiden, aber wenigstens weise. Ich habe euch anlässlich eures neuen Padawan-Rangs ein kleines Geschenk gekauft. In der VIP-Lounge sind 3 Flaschen in Treibholzfässern gereifter Calamari Sinfa für euch reserviert. Wirklich? Oh, Meister, das wäre doch nicht nötig. Nein, das könnte ich einfach nicht ohne Gewissensbisse sagen. Danke! Ihr müsst nun einfach nur noch das Gelernte bei dem Niktu-Türsteher anwenden, der euch den Weg versperrt. Da ihr jetzt so schön in Schwung seid, sollte es ja ganz einfach sein.
gleich und gleich gesellt sich gern. Idioten wie sein alter Meister verwandeln Gold zu Blei. Mäßigung und eigenständiges Denken ist für sie zu schwierig. Also unterwerfen sie sich der Starrheit und dem Absolutismus, anstatt zu versuchen, ein echtes und individuelles Gleichgewicht zu finden. Dann gibt es immer noch Hoffnung. Ich glaube, ich schulde euch einen Gefallen. Ich habe nichts dagegen, hin und wieder mit euch zusammenzuarbeiten. Aber ich bleibe hier. Guess weiß, wie man mich erreichen kann. Ich will, dass ihr Guess mitnehmt. Er kann hier von mir nicht mehr viel lernen. Und er muss einiges aufholen. Ich bleibe natürlich in der Nähe. Schließlich ist er mein Padawan. Sorgt dafür, dass der Junge seinen Abend genießt. Das hat er sich verdient. Oh, und seid vorsichtig da draußen. Auch wenn ihr schon vieles gesehen habt, könnt ihr euch nicht vorstellen, was auf euch zukommt. Alles klar. Dann wollen wir mal zu Sanare zurück. Na. Da. Fühlt sich hier aber langsam schön. Gefällt mir. Ihr habt den ungewöhnlichen Jedi gefunden. Die Jedi nehmen die Macht durch Konzentration, Ruhe und Klarheit an. Emotionen sind ein Hindernis. Guess folgt ihrem Weg nicht. Manche Jedi würden seine Methoden wohl der dunklen Seite zuordnen. Aber Guess wird von der Dunkelheit nicht verzehrt. Oder steckt mehr dahinter? Hat Guess ganz alleine einen dritten Pfad gefunden? Guess hat eine einzigartige Perspektive. Vielfalt bringt der Enklave Stärke, was außerdem den Ausbilder von Guess betrifft. Meine Visionen von ihm waren ungewöhnlich, undeutlich. Ich hatte den Eindruck, dass er mich irgendwie durch meine Vision sehen kann. Ich habe so etwas noch nie gespürt. Ich weiß nicht, wer er ist, aber er ist mächtig. Seid vorsichtig. Sehr schön. Genau, ich möchte jetzt noch zum Abschluss der Folge, und ja, es ist der Abschluss der Folge. Ich werde heute jetzt, wir werden noch die annehmen. Das machen wir noch. Aber dann schauen wir mal, wie es noch weitergeht. Genau, ich möchte heute noch zum Abschluss noch mal ganz kurz auf Panem zurückkommen und was in dem Roman eben besprochen wird. Und zwar geht es eben da wirklich darum, dass die Hungerspiele dazu da sind, um den immerwährenden Krieg dauerhaft zu dominieren. Das heißt, man muss den Distrikten ständig vor Augen führen, wie schwach sie sind im Vergleich zum Kapitol, um die Dominanz zu erhalten. Das ist die große Kernbotschaft der Hungerspiele, die mir tatsächlich bei der Originaltrilogie nicht klar geworden ist, und deswegen hat der Roman schon deshalb für mich einen Mehrwert. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich Interesse an so einen etwas schön ausgeschmückten Staatstheorien habt oder Staatsrechtfertigungstheorien habt, dann kann ich euch das empfehlen. Allein für die Story würde ich es aber nicht lesen. Um auch ein bisschen Buchkritik noch am Ende hier zu haben und nicht nur reine grobe theoretische politikwissenschaftliche Überlegungen, die jetzt auch, wie gesagt, nicht unbedingt die müssen nicht unbedingt richtig sein, was ich hier für Ideen hatte, ne? Das ist ganz wichtig. Das ist Wissenschaft in gewisser Weise. Sondern es kam mir halt einfach so vor, und deswegen habe ich gedacht, ja. Das hat erschreckend viele Parallelen. Sprichst du einfach mal drüber in dem Videoformat, was dir halt jede Woche zur Verfügung steht. Gut, Sasek, oder Felsprojekt.
die in der Krusk Ragost Dragnohorn. Dorsk Tanga Rastak. Schivert Skorsk Gus Zunkelis Koraha. Orvexik Odordikcha. Dretas. Schenkotak. Borbor Borgen. Radagoran Ran Tanaka. Was Gatos. Jazz Roskzas. Genau, erreiche Einflussstufe 10 und erreiche Einflussstufe 10. Also, ich gucke mal, ob ich das machen kann zwischen den nächsten Folgen. Und dann werden wir wahrscheinlich noch eine kleine Folge machen, indem wir die beiden dann wirklich rekrutieren. Und bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe wirklich, wir bleiben in den Kommentaren freundlich. Und ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem ein bisschen gefallen. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen lange stehen geblieben. Aber es ist wirklich schwer, sich umfangreiche Gedanken zu machen, beziehungsweise seinen Gedanken auch auszuformulieren, wenn immerzu eine Zwischensequenz kommt und du unterbrochen wirst in deinem Denken. Ich habe auch gemerkt, ich habe mir hier 3 Seiten habe ich aufgeschrieben zu dem Thema, auch ein bisschen mehr mit Zeug, dass ich nicht alles davon sagen konnte, was ich sagen wollte und nicht alle Verbindungen genau darstellen konnte. Aber ich hoffe trotzdem, dass meine Gedanken ein bisschen klar geworden sind. Und ich wollte den ganzen Konflikt bzw. die ganze Situation einfach mal aus dieser Perspektive betrachten, die wir ein bisschen theoretischer rangehen können und halt jetzt nicht irgendwie gucken, wo sind gerade Proteste und dass ich das verurteile, was gerade in den USA passiert und dass Rassismus immer noch so ein großes Problem ist, sollte, glaube ich, selbstverständlich sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem, was auf der ganzen Welt gerade los ist, 2020, kann sich bisher und wird sich wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht mehr mit Ruhm bekleckern, also die nächsten 10 Jahre oder den Beginn des nächsten Jahrzehnts hätte man sich vielleicht ein bisschen schöner vorstellen können, aber gut, kann man jetzt nicht mehr ändern. Jedenfalls hoffe ich, dass es euch trotzdem irgendwie gefallen hat und dass ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet, dann hoffentlich weniger politisch und mehr wieder mit Kapiteln zu Kotfee und dann vielleicht auch bald Kotet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut und ciao.